Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Jetzt auch mit dem Update 1.1 oder so. Naja, auf jeden Fall musste ich heute Morgen gleich nochmal ein bisschen was laden. Spiegel anschauen. Der Release war ja leider wohl nicht so perfekt. Zumindest für einen Kunden. Das Raytracing sollte nicht, hat vorher nicht so gut funktioniert wohl. Ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber sollte mit dem Update behoben sein. Ob mir das überhaupt auffällt. Oh, wir schmollen. Ein gaffender Heinrich. Heinrich Gaffmer. Anso? Ja, gar nicht sehen. Spiegel wird deaktiviert. Ja, schön gelöst. Nimmt Rechenleistung weg. Spiegel sind immer sehr schlimm. Vielleicht Dusche aktivieren. Also ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich wollte mir mal unsere Wohnung angucken. Cool, jetzt dusche ich. Mit Klamotten. Mache ich immer. Ich frag mich noch, wozu macht es Sinn, sich Glied, also kommt das mit der Vagina oder mit dem Penis nochmal vor? Hat das irgendeine Relevanz? Dass man ein Mann sein könnte mit Vagina? Oder ist es einfach nur ein Gag gewesen? Oh. Im Licht bist du. Welches Licht? Ganz schön dunkel zum Kacken. So, wir haben ein Bett, da können wir uns hinlegen. Weiß nicht, was das ist, aber das lese es, ich würde es nicht lesen. Neuer Splitter entdeckt. Was ist damit? Was? Die Aufsicht. Jahrelang kamen Experten in den Bereichen der Kybernetik, Neurologie und Psychologie unermüdlich versucht, das menschliche Bewusstsein mit Silizium zu verschmelzen. Bislang waren ihre Bemühungen nicht von Erfolg gekrönt. Bla 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 bla. Okay. Was ich kenne. Okay. Oh, wir haben ein Telefon oder was? Das nächste Mal hinlegen, okay. Diese Winkelkatze, ne? Die machen mich echt nervig. Die sind nervig. Also wenn sie winken, wenn sie nichts machen, ist alles okay. Oh, Frosch im Hals, verdammte Axt. Ay, cool, nehmen wir mal mit. Wir klauen uns quasi selbst. Neue Braindance-Veröffentlichung. Steht drinne. So, was geht? Was geht? Braindance, Verrückte. Habt ihr Bock auf einen echten Emo-Wash? Dann werft einen Blick auf das Neueste, was der BD-Markt zu bieten hat. Fremdkörper. Der Fremdkörper ist alles. Es gibt nichts anderes. Er ist du. Aber er ist auch das Werkzeug in deinem Kopf, mit dessen Hilfe du mit der Welt interagierst. Aber was passiert, wenn dieses Werkzeug dein eigenes Leben führen will? Was, wenn es versucht, dich zu töten? Okay. Zwar wird dem Thriller-Genre mit diesem Werk nichts besonderes Innovatives hinzugefügt. Dennoch ist dieser Braindance mit Luke Poller in der Hauptrolle ein solider Emo-Ritt. Irgend so eine Sendung. Ich
Ich übersehe bestimmt irgendwelche Easter Eggs, Anspielungen, das ärgert mich jetzt schon. Oh cool. Das finde ich eigentlich auch echt cool, so lässig. Eine vertiefte Couch. Oh. Wollen wir uns umziehen? Ach ja, wir wollten sowieso mal gucken. Wegen Kleidung. Haben wir so viel Mist gesammelt. Aber wir gehen optional weiter. Wirf einen Blick in dein Waffenlager. Oh, ich liege gern und wie Sie sehen, haben wir noch hier sehr viel Platz. Dein Lager ist ein sicheres System, um Ausrüstung aufzubewahren. Du kannst von allen verfügbaren Unterschlüpfen... Was war da? Ich wollte den Text weiterlesen. Okay, das ist so. Sunny-Zeug. Lager öffnen. Inventar. Die macht echt gut Schaden. Ah, wir können das Katana noch mitnehmen. Haben wir eine Nahkampfwaffe? Aber, nee, komm, lass. Doppelläufige Schrot. Nehme ich die mit oder das Maschinengewehr? Mit dem Waffen noch. Kleidungsstücke. Bevor wir hier irgendwas wegpacken, wollte ich mir selber nochmal angucken, was wir da vielleicht nochmal nehmen können. Oberkörper. Gucken, haben wir noch eine tolle Jacke. Die gibt ein bisschen Panzerung. Echt scheiße aus, aber so ist es halt. Auch nochmal Panzerung. Ich gehe erstmal aussehen, machen wir später. Erst gucken, weil das wir immer gut geschützt sind. Später können wir unsere Coolness bearbeiten. Nika. Komm, ich bin hier der Rockerstiefel. So, Schnellzugriff haben wir Blendgranate und okay. Was ist ein Spezialkleidungsset? Haben wir keine. So, jetzt haben wir die aktuellsten Kleidungsstücke. Das heißt, den Rest können wir erstmal ins Lager schmeißen. Weil ich nicht weiß, ob wir das irgendwie verkaufen können. Achso, das ist, das tragen wir und das tragen wir nicht. Wie viel können wir von dem Zeug mitnehmen? Nicht, dass wir da auch nur irgendwie irgendwann... Ist hier irgendein Gewicht? Ach, da oben. 23 von 200. Lass ich mal... 10 lassen wir mal zu Hause. Moment, zack. Ja, keine Ahnung, was man will machen. Gut, dann haben wir das Lager gesehen. Ich hoffe, man, wenn man die jeweiligen Waffen hat, sieht man die hier auch. Das sieht echt dann cool aus. Würde ich auch Waffen sammeln, wobei hier... Finde ich schon. Ich würde echt gerne die Waffen hier sehen. Ich mag das. Na gut. Dann gehen wir mal ins Bett. War ein anstrengender Tag. Wenn wir noch ins Internet gehen, ne? 3 Nachrichten. Mega Medikamentenlotterie. Ach, die Medikamentenlotterie haben wir ja schon mal gelesen irgendwo. Warnung. Achtung, Betrugswarnung. So. Klicken Sie auf keinen Fall auf Werbemails für Penisvergrößerungs Nanogel. Okay. Vor allem, damit der Filter das nicht findet, extra mit 1. Diese sind Betrugsversuch, ja klar. Aber, das klingt doch, könnte auch lustig werden. Dies sind keine Betrug... Was? Dies ist ein Betrugsversuch.
Herkömmliche Gels stimulieren kein Zellwachstum. Die einzige geprüfte Methode für einen für eine Penisvergrößerung ist nach wie vor die Erexex-Hormonbehandlung. Unsere Wissenschaftler bei Erexex, das klingt auch nach einer Werbung, das würde ich auch echt nicht glauben, ey. Einer Formel entwickelte, die sowohl Länge als auch Umfang ihres Penis in nur 7 Tagen signifikant vergrößern. Werden auch sie zu einem von tausenden zufriedenen Kunden und bestellen sie noch heute ihr Set. Nein, danke. Jetzt haben wir hier noch, Achtung, Malware entdeckt. Otto Geekmaster. So, ich nehme mir jetzt mal vor, immer wenn man an so einen Computer mal vorbeikommt, damit wir tiefer in diese Welt kommen, weil ich kenne absolut die nicht und ich habe mir bisher noch nicht getraut, auf irgendein Video bei YouTube zu klicken, der mir die Welt erklärt, weil ich habe Angst, gespoilert zu werden und ich habe keinen Bock, gespoilert zu werden, weil ich habe Bock, diese Welt kennenzulernen. Und wir haben ja das Samurai-Web mal geguckt und jetzt gehen wir mal auf Night Corp. Oh, das ist auch lang. Also ist die Knight Corporation. Richard Knights Vermächtnis, der Gründungsstein von Knight City. Ihr stiller, aufmerksamer Hüter. All dies ist die Knight Corporation nicht. Ein Müllproduzent, ein rein profitiertes Unternehmen, ein ausländischer Eindringling auf amerikanischem Boden. Okay. Wir entstanden einst aus der Richard Knight Foundation. Richard Knight? Ist der Typ nicht bei Knight Rider, der die Aufträge immer gegeben hat? Richard Knight? Wenn ihr es wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht irre ich mich da auch. Der Organisation eines Mannes, der davon träumte, die perfekte Stadt zu erschaffen. Diesen Traum am Leben zu halten, ist der Gedanke hinter all unseren Projekten. Investitionen und öffentlichen Maßnahmen, wie zum Beispiel Maglev-Tunneln. Keine Ahnung, was das ist. Wir finanzieren Forschungsprojekte, spenden Gelder an Waisenhäuser und verbessern den Lebensstandard aller Bewohner von Night City. Wie niemand sonst. Wir fürchten kein Risiko. Nichts ist uns wichtiger als Night City. Okay. Kann ich nur was machen? Nee. Gut, dann haben wir hier wieder was dazugelernt. Es gibt einen Night Corp. Ja, auch doof. Ah, Whisky. Oh, Dicken. Wenn das kein Single Malt ist, dann trinke ich den nicht. Bei Whisky bin ich ein bisschen wählerisch. So, aber wir gehen jetzt erstmal schlafen. Ich bin so müde. Ah, oh, hinlegen. Auch wieder mit Kleidungsstücken. Ja, eigentlich nackig schlafen. Baden auch. Akt 1. Oh, was war das denn? Das habe ich gar nicht gelesen oben links gerade. Wahrscheinlich wie so. Das finde ich cool, eingehender. Oh! Ey, ich habe gar nicht gedrückt! Hast du überhaupt geschlafen? Egal, steh auf! Ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Dem Verlinken mit dem Konzern Biomon. Irgendein Neurovirus, oder? Ich muss zu Vic. Soll er mir sagen, warum mein Kopf und Magen eine Party feiern? Okay. Ich fahr dich. Hab deine Karre dabei. Ja. Zieh dir was an, ich warte unten auf dich. Ich hab was an. Hätte mich doch mal nackig machen können. Kann ich den hier abmelden? Ich möchte ungern hier meinen Rechner so. Ey, Zukunft, deaktivieren. Abmelden. Naja. Einfach mal die Fresse halten. Danke. Ganz schön viel Licht hier. Ausschalten. Tür. Öffnen. Die klauen alles. Mach die Tür wieder zu. Mach die Tür zu. Hey V, hier ist Regina Jones. Wenn du Arbeit in Watson suchst, ruf mich an. Woher weißt du, dass ich hier bin? Und wer ich bin? Ich weiß, wie man an Infos kommt. Wie eine Art Sammlerin.
Bis dann, wie? Oh, heißes Outfit. Hey Junge, wie geht's? Was führt dich hierher? Ich hab grad zu viel um die Ohren. Ich bin ganz so peinlich. So eine Scheiße. Kommen? Hey, wie? Regina Jones hier. Ich hab gehört, dass du in Watson... Achso, das haben wir gerade gehört. Du schickst mir noch eine Textnachricht. Oh, hier können wir Sachen verkaufen. Oh, das hätte ich mal vorher wissen müssen. Wir haben noch einen Schrott dabei, oder? Ich habe den nicht ausgelegt, oder? Gott. Das ist doch bestimmt alles Mist, den man verkaufen kann. Ja, Musikalben braucht man nicht. Gerne, wie es drauf ist. Kartenspieler. Scheiße, Parfüm braucht man nicht. Stinken halt. Appell brauchen wir nicht. Rubbellos. Könnte man das einlösen? Karten, was? Karten, ey. Einstellen brauchen wir auch nicht. Wir haben keinen Liebespartner. Zack. Das behalten wir. Gießen. Ist nicht kalt? Was zum... Ey, das sieht echt scheiße aus. Wollte ich immer gesagt haben. Oh, ja, wir können hüpfen. Heinrich wäre fast runtergesprungen. Hätte jetzt Bock auf Dread oder Mad Max. Mad Max sag ich, 8. Klar, sieht aus wie bei Mad Max. Sieht aus wie bei Mad Max 3. Ja, wo muss ich denn hin? Heinrich, du Horst, lauf! Und auf die andere Seite. Alter, kann man euch kicken? Fliegen. Ordne dich unter. Jawohl, ich ordne mich unter. Komm schon, du Scheißteil. Ja, hast du was? Hast du was gekauft? Willst du es nicht haben? Wie läuft's? Dachte, ich helfe dem mal, aber der ist irgendwie zu blöd. Schade. Oh, Werbung. Ich will doch scannen für den Discount. 35%, schade. Geht irgendwie nicht. Ah, hier sind so ein bisschen die Wallpaper drin. Von Folge 2 habe ich hier auch, Thumbnail, da sind alle vier Fraktionen drauf. Deine Augen sehen vielleicht beschissen aus, Mann. Warte, Nacht. Ach so, hier muss ich gar nicht hin. Arbeitgeber. Die fünf besten Arbeitgeber in Night City. Auch dieses Jahr veröffentlichen wir unsere Liste der fünf größten und besten Konzernarbeitgeber in Night City. Wer bietet bezahlten Urlaub an? Wer gönnt Angestellten ein Traumateam-Versicherung? Wer gibt Mitarbeitern Vergünstigungen für Kinderbetreuung sowie die Einstellung von Familien... was? Familienleibwächtern. Schaut euch jetzt das Ranking an. Ach, dieses Arasaka. Krieg's nie ausgesprochen. Auch dieses Jahr wieder auf dem ersten Platz ist dieses riesige japanische Zaibatsu. Mitarbeiter können erwarten, mit der neuesten Cyberware ausgestattet zu werden. Und das bei der Loyalitätsversicherung. Ach, ich. Militärisch bei euch. So länger schlafen wollen. So. Wie gefällt dir mein neuer Bad? Hat mir ganz ziemlich die Fresse poliert. Echt cool. Wer neugierig, wie er einen wie dich handhabt. Na
Was meinst du? Na, ich glaube, ich habe find die Dialoge müssten doch ein bisschen. Eigentlich, warum redet er so leise? Wenn ich die Gesamtlautstärke wieder lauter mache, dann hört ihr ja alles. Es ist ja wieder richtig laut. Machen wir Dialog nochmal. Prügel mal, jemand schiebt mir einen auf die Nase. Füße bewegen. Und den Kopf auch. Du hast einen heftigen Schlag drauf, Champ. Willst du schon mal überlegt, damit Geld zu machen? Ich kann Kämpfe arrangieren. Interesse? Also kann man Profikämpfer machen. Die sind doch voll die Lusche eigentlich. Steigst du selbst in den Ring? Früher mal. Mein Schädel hat etwas zu viel abgekriegt. Und die Reflexe waren auch mal besser. Mein Headset war so leise. Sowas lässt sich beheben. Mit Kerenzikow sollte es gehen. Dafür sind mir meine Eddies zu schade. Ist an der Zeit, einen Gang runterzuschalten. Ja, wir können ja mal Kampf machen, ne? Was verkaufst du hier? Alles nur vom Besten. Achso. Ich dachte, wir wollen kämpfen. Du hattest was von Kämpfen gesagt. Ich habe deine Technik im Ring gesehen. Wir haben keine du hast einen guten Instinkt. Nein, bist haben wir auf nicht. Zack. Nein. Kannst es weit bringen. Nein. Vor allem gechippt. Diese Kämpfe sind nicht wirklich legal, aber ziemlich lukrativ. Lukrativ für wen? Dich oder mich? Für uns beide. Ich bekomme einen kleinen Anteil des Preisgelds. Als Agent eben. Der Rest gehört dir. Ja, komm, klingt fair. Klingt fair. Wusste ich's doch. Gute Instinkte. Kämpfe gibt es an verschiedenen Orten in der Stadt. Du gehst hin, setzt deine Eddies und schwingst die Fäuste. Wenn du gewinnst, gehört der Pott dir. Schaffst du es, jeden Kämpfer zu besiegen, kannst du ins Finale einziehen. Das ist wie bei The Witcher. Alles klar? Glasklar. Gut. Naja, du wirst dich aber erstmal durch Watson kämpfen müssen. In Kabuki fängst du an. Ich glaube an dich. Zeit, der Stadt zu zeigen, was du drauf hast. Nichts. Was ist das? Ach, jetzt haben wir automatisch die Kabuki-Geschichte. Ja, wir können nebenbei mal scannen. Ja, es war irgendwie so ein Textding hier. Kannst du irgendwie nicht nehmen. Ah, oh, das ist eine Kiste. Hey, yo, was geht? Ich will mit nicht reden. Oh, Schallplatte. Aus dem Weg! 3 Euro Dollar haben oder nicht, ne? Sieht ein bisschen aus wie bei Terminator, aber wir können Leute scannen. Geil! Lass mal sehen. Ja, wir können uns noch nichts leisten. Hol dir die Waffe bei Wilson. Welche Waffe? Lass mal sehen. Hier, weil da so ein Symbol ist. Sieht auf jeden Fall schon mal besser aus als unsere Standardwaffe. Selbe. Ne, die ist besser. So. Upgraden von ikonischen Items. Du hast soeben ein ikonisches Item erhalten, zusammen mit einem Satz Schemata.
Mit diesen kannst du höherwertige Versionen des Items herstellen. Wenn du eine neue Version eines ikonischen Items herstellst, wird das ursprüngliche Item zerstört. Außerdem kannst du ikonische Items genauso upgraden wie gewöhnliche Waffen oder Kleidungsstücke. Upgrades erhöhen das Level und die Werte des Items, so dass es auch im weiteren Verlauf des Spiels nützlich bleibt. Das ist cool. Vielen Dank. So, was hab ich jetzt gemacht? Ich wollte eigentlich weiter. Das ist frei und da wollte ich die Kräfte rein. Die sehen aus wie einen echten Kasper, ey. So, kann ich die Waffe jetzt wieder wegstecken? Na los, sag was! Ich werde die Waffen wieder wegstecken. Guck, jetzt habe ich mich geheilt. Na, treffen wir uns erstmal mit Jackie da. Bitte leiser stöhnen. Muss ich runter? Was ist denn jetzt los? Wie kann ich diese scheiß Waffe wegstecken? Was denn bin ich? Oh. Kampf! Waffe, vorherige Waffe, erste Waffe, Fäuste, Schießen, Zielen, Anzeige, Scan, Telefon. Ich habe jetzt nichts von Waffe wegstecken gesehen. Fahrzeug. Okay, dann renne ich hier mit Waffe rum. Ach, wir müssen hoch. Hallo und willkommen zu den Lokalnachrichten. Das Aratama Matsuri Festival steht unmittelbar bevor. Aus diesem Anlass sollen die Straßen von Night City durch besonders prunkvolle mehrstöckige Dashi-Festwagen belegt werden. Cool. Das Festivalprogramm umfasst unter anderem musikalische Darbietungen von echten Biwa-Virtuosen sowie traditionell dargebotene No-Theater-Vorstellungen. Nee, er wollte uns ja mit dem Wagen abholen, also unten ist er klar richtig. Weil der Kampf war bestimmt oben. Eine aufregende Neuigkeit. Selbst Hanako Arasaka hat angekündigt, dass sie an der Dashi-Parade teilnehmen werde. WNS News wünscht seinen Zuschauern ein entspanntes und fröhliches wir jetzt mal über gestern. Ob die Leute nervös sind, wenn ich im Waffen rumlaufe? Wie läuft's bei dir? Bei mir nicht. Okay. So, NYCPD-Scanner, Delikte. Das NYPD bezahlt für deine Hilfe bei der Bekämpfung von Verbrechen. Was? Fixer, diese Vermittler informieren dich über Aufträge in der Nähe. Aufträge, Fixer kontaktieren dich, wenn du dich einem Auftragsort näherst. Okay. Ah, hier ist ein zu Verkaufsautomaten. Kann ich die hacken? Nur als Ablenkungsmanöver. Okay. Ah, da ist ein Kopf. Mann, der Stunde. Hast ja ewig gebraucht. Hab vom Warten richtig Hunger gekriegt. Lass mich nur kurz aufwischen. Dann besuchen wir Senor Vector. Gestern hast du was von einer Überraschung gesagt. Erinnere ich mich richtig oder war ich high? Wahrscheinlich beides. Vergisst ja dauernd alles. Tja, sieht so aus, als hätte ich einen hübschen Job für uns. Erzähl. Ich meine, vielleicht ist es auch nichts Großes. Aber das Ding kommt von einem gewissen
Wie war doch gleich sein Name? Ah ja, Dexter Deschamps. Der Topfixer in der ganzen Scheißstadt. Der fettärschige Gangster-Messias vom Afterlife. 300 Pfund. Vergoldete Coolness. Dexter Deschamps. Was redet man so über ihn? Ich weiß, du weißt was. Da die letzten 2 Jahre untergetaucht. Angeblich hat er sich eine kleine Auszeit genommen. 2 Jahre? Das klingt eher nach Exil als nach einer Auszeit. Was hat er da gemacht? Pizza in sich reingeschaufelt und zu Hardcore-Virtus die Mamba gewürgt. Die Mamba gewürgt. Ist zurück und braucht eine neue Crew. Und Entschuldigung. Das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ah. Wie hast du das angestellt? Deine Niere angeboten oder so? Soweit ich weiß, sind wir nicht gerade Dex Typ. Wir beide nicht. Aber T-Bug, sie hat den Kontakt hergestellt. Ich wusste schon, als er mich sah, dass wir den Job haben. Ich meine, guck's dir an. Niemand kann diesem Kerl widerstehen, oder? Sicher, Jack. Wenn du meinst. Okay, was ist das für ein Job? Kommen wir da auch lebend wieder raus? Nein, unser Messias will dich persönlich sprechen. Unter 4 Augen. Keinen Stress, aber der Deal hängt jetzt nur an dir, Isse. Warum soll ich gehen? Habt ihr ohne mich Strohhalme gezogen, oder was? T-Bug und Dex kennen sich eine Weile. Und meine Visage ist nichts Neues. Dex will dich eben abchecken. Ja, aber erstmal müssen wir noch hier zu dem Typen da. Es ist sein Job, also gelten seine Regeln. Für jeden ein individueller Ansatz. Alles halb so wild. Vertrau mir. Dann habe ich wohl keine Wahl. Dex ist der Fixer vor dem Herrn. Versteh mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Padre und Bacacó. Aber Dex ist eine komplett andere Liga. Du weißt schon. Nein, eigentlich nicht. Ist doch immer dasselbe. Du bist irgendwo neu und der örtliche Fixer wedelt mit dem Schwanz und verspricht dir tonnenweise Jobs und Eddies. Und trotzdem bist du nur ein Name in seinem schwarzen Buch. Ein Werkzeug, um ihm ein hübsches Stück von dem Kuchen zu verschaffen, den ihm der Kunde hinstellt. Klar, man säuft zusammen, aber am Ende geht's nur ums Geschäft. Mann, bin ich vollgefressen. Hab dein Auto dabei. War gestern in der Werkstatt, um die Beulen von unserer Begegnung mit den Scavs zu glätten. Danke, Jack. Weiß ich zu schätzen. Mit V kannst du dein derzeitig aktives Fahrzeug an. Achso. Miguel hat mal wieder beste Arbeit geleistet. Die Karre ist wie neu. Wird sich noch zeigen. Fahren wir jetzt, oder was? Ja, wir fahren. Lass uns das Baby in Aktion sehen. Komm. Der fährt, ich, du. Erster Halt. Ripper Doc? Hey, amigo, mach langsam, okay? Ich hab gerade erst gegessen. Wie konnte ich die Ansicht... Ah, Kamera wechseln. Wollte sowieso bei Weg vorbeischauen. Hab ein Date mit Misty. Was du nicht sagst. Und oh, sie ist so süß. Versteht mich, was meinst du, Mathilde? Komm hier, ich hin da. Mathilde meinte, ich fahre ja wie im echten Leben. Das sieht ja... Oh, 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 oh. Langsam ist das neue schnell. Was ist das Blaue da? Der Scan? Datenterminal, Schnellreise, okay. Ja. Na, wer? Komm, wie? Komm zu Wenn mir, du Night City und die Badlands erkundest, stolperst du dann vielleicht über. Was Dex für uns hey! Ich wollte das gerade lesen.
Netrunner. Ich weiß nicht, was diese Typen sind, aber bestimmt irgendwie Hacker oder so, ne? Gerald Winkler, Zivilist. Nicht nur euch! Hey, geh nicht durch mich durch, ich mag das nicht. Hey, wie? Dr. Vector empfängt dich jetzt. Ich bleib so lange hier. Misty und ich haben uns viel zu erzählen. Na, ich glaube ich gern. Du siehst fröhlich aus. Bin ich auch. Immer. Erleichtert das Leben. Aber wir haben einen neuen Job. Von einem großen Fisch. Oh, der quatscht so viel. Oh, wird das gefährlich? Keine Sorge, Amor. Wir sind Kugeln. Aber wenn Waffe ziehen alt ist, also Taste alt, dann wird wahrscheinlich auch Taste alt wegstecken sein. Boah, willst du jetzt nicht testen. Obwohl weit verbreitet ist die Installation von Cyberware immer noch ein gefährlicher, invasiver Eingriff, der nur von qualifizierten Spezialisten durchgeführt werden kann. Ripper Dogs. In Night City arbeiten diverse Ripper Dogs, die jeweils eine unterschiedliche Palette an Cyberware-Upgrades anbieten. Wähle ein gewünschtes kybernetisches Upgrade aus der Liste und dann viel Spaß mit deinen neuen Fähigkeiten. Ricky, fit wie ein Turnschuh, alter Ripper. Schön, dich zu sehen. Auch schön, dich zu sehen, wie. Ist eine Weile her. Also, was führt dich zu mir? Letzter Job. Hab mich mit dem Neuro von der Kundin verlinkt und mir vielleicht was eingefangen. Migräne? Übelkeit? Überempfindlichkeit gegen Licht? Das ganze Paket. Okay, Kleiner. Man kann sich damit anstecken. Wir kriegen das schon hin. Wie geht's sonst so? Hab einen neuen Fixer getroffen. Ja, ich glaube auch immer. Hat alles. Mir einen Job gegeben. Dexter DeShawn. Echte Größe aus dem Afterlife. Aus dir wird langsam was. Aber gibt's was, das du mir nicht erzählst, Vic? Sei vorsichtig. Sonst nichts. Hab einiges von Dex gehört. Ist wohl nicht so gechillt, wie er sich gern gibt. Ich brauch was Neues. Werkzeug, kein Spielkram. Besseres Visier und festeren Griff. Wirklich? Jetzt? Endlich? Vic, jetzt wird's ernst. Hab einen Job von Dex DeShawn, einen von der Oberliga. Ich brauch richtig gute Tech. Der Dexter DeShawn. Tja, das ist schon was. Aber lass mich raten, bezahlt hat er noch nicht. Richtig. Ich hab das Geld, 21.000. Nein, ich bin nett. Ich kenne den ja. Münzer nicht bescheißen. Hör auf zu flennen, Vic. Ich bring dir die Eddies später. Mit Zinsen. Du kennst mich. Ein letztes Mal. Klar? Echt? Er gibt uns einen Vorschuss? Urkunde. Was für eine Urkunde? Urkunde. Victor Vector. Zweiter Platz. Schwergewicht. Open. Vierter Platz. Open Finals. Watson Boxing. Setz dich hin und entspann dich. Das tue ich immer. Dass wir da einfach was mitnehmen können. Also wenn es ein Kumpel wäre, würde ich sagen, ey du Wichser, lass die Pfoten davon weg. Mal kurz. Dinge, chemische Schaden. Hatschi! Ja, ich komme gleich. Eine Gasmaske. Corona-Zeiten kann man das immer gebrauchen. Splittergranate. Weise eine Granate einem Kampf-Upgrade kriegst dazu. Dann werfe und hab Spaß. Wie machen wir das?
macht nämlich mehr Sinn als als eine Blendgranate. Also er macht vielleicht auch Sinn, aber ich will lieber Schaden. Wenn es die Kacke am Dampfen ist, dann brauchen wir Splittergranaten. Heftchen, ne? Atsukano, der Bonin aus Osaka. Katsukanos Name ist der Boxwelt in aller Munde. Der aufsteigende Halbschwergewichtsstar ist nach 20 Profikämpfen noch unbesiegt. Hat 17 seiner Siege durch technisches K.O. errungen. Gegen Kano wurden bereits Dopingvorwürfe laut. Wieder andere sagen ihm Verbindungen zur Yakuza nach. Cool, die gibt's ja auch. Während seines Trainings in Night City empfing das Halbschwergewicht angeblich Gäste aus Japan in seiner Trainingshalle. Gäste, die später bewusst hinausgetragen wurden. In den letzten drei Kämpfen hat man große Narben unter Kanos Rippen gesehen. Ripperdogs zufolge sehen die Narben definitiv nicht nach einer Blinddarmsentfernung aus. Ob Kano zum Weltmeister im Halbschwergewicht wird, das werden wir erfahren, nachdem Malone sich an Hernandez gerecht hat. Na, ob wir gegen den mal boxen müssen? So, ich komme ja schon, Entschuldigung. Ich bin auch eine Labertüte. Also, hör mir zu. Ja. Spiel an mir rum. Hiroshi Optik, das Beste, was ich habe. Hm. Und passend für das, was du suchst. Verlink dich. Hiroshi? Weg, das ist das Beste, was man finden kann. Hm. Klingt für mich, als wäre es genau das Richtige. Ich habe versprochen, dich zu bezahlen, aber das könnte ein bisschen zu viel sein. Uns beiden fällt schon was ein. Im Moment will ich nur, dass du in einem Stück wiederkommst. Mit den Eddies. Das ist aber ein sehr guter Freund. Du schaust dich um und wählst aus. Ich scanne. Mal sehen, was da drin los ist. Kybernetische Implantate sind mechanische Ersatzteile für organische Körperteile. Sie verleihen dir mitunter übermenschliche Fähigkeiten, die deine Kampffertigkeit verbessern und dir dabei helfen können, Gefahrensituationen lebendig zu überstehen. Obwohl die Installation von Cyberware im Jahr 2077 weit verbreitet ist, handelt es sich dabei immer noch um einen gefährlichen, invasiven Eingriff, der nur von qualifizierten Spezialisten, Ripperdogs, der sieht sehr spezialisiert aus. So. Unser Körper. Wir können an den Händen was machen. Ich möchte gern Klingen haben. Wolverine-Klingen, so. Mystischer Komplett. Chance auf Querschläger mit Powerwaffen. Findet die. Achso, soll ich auswählen? Erbeutete Cyberware. Du kannst Cyberware, die du im Spiel findest, wieder Riverdog. Ja, okay, da kannst du wahrscheinlich einbauen. Okay. Okularsystem hat er uns ja was gegeben. Nehmen wir mal die tollen Augen. Was bietet mir das? Kann ich damit machen? Verbessert deine Sicht. Ah ja, okay. Verbessert deine Sicht. Freier Cyberware. Mod-Slots. Guck mal, alles. Mehr habe ich nicht. Können wir das Skelett irgendwie härter machen? Tragekapazität 20, kostet 1000. Naja, komm, der Leitungsschuh, das tolle Auge, das lassen wir erstmal. Das später.
vielleicht noch mehr verbessern. Wir werden uns hier komplett zum Cyborg umbauen lassen. Mark One, wie gesagt, ein guter Scanner. Zeig Daten auf deiner Netzhaut an. Das Sahnehäubchen ist der eingebaute Linsendisruptor. Einfach gesagt, Überwachungskameras nehmen dein Gesicht nur verschwommen wahr. Aber cool. Denk dran, dein Körper ist trotzdem zu sehen. Das sollte gehen. Reagiert auch auf Kiroshi-Tag. Bin bereit. Leg los. Perfekt. Dann los. Leg deinen Oberliga-Arm dort ab. Also, was gibt's Neues im Leben des Victor Vector? Ganz ehrlich, nicht viel. Und genauso gefällt's mir auch. Früher drehte sich bei mir alles nur darum, woher du kommst, wer du bist, was du hast. Und wie ging's weiter? Ich hab einen Schlussstrich gezogen und bin raus. Werd in Night Fucking City nie zur Legende werden, aber wenigstens schlafe ich ruhig. Genau so. Danke. Jetzt noch ein Anästhetikum, dann wird geschnitten. Okay, klingt nach einem Spezialist. Spürst du was? Live-Kommentar? Ernsthaft, Doc? Klingst wie ein Zahnarzt. Wir können auch nicht das Maul halten. Sei lieber nett. Denk dran, ich bin alt und meine Hände zittern. Könnte abrutschen. Oh, gerade wenn es ums Auge geht. Ich schalte kurz das Licht aus, okay? Ja, wir haben schon kein echtes Auge mehr. Ja klar, wir haben ja auch die Ansicht halt, ne? Was wir scannen können, etc. Klingt wie ein alter Drucker. Okay, testen wir's. Jetzt wird's magisch. Ich verlinke dich. System wird konfiguriert. Anfangs könnte dir unwohl sein. Verschwommene Sicht, wenig Kontrast, Glitches. Also, wie sieht's aus? Fühlt sich alles gut an? Naja, ich hab echt schon Besseres gesehen. Geduld, Kleiner. Wart's nur. So, Menschenscan. Wenn du Menschen mit deiner optischen Cyberware scannst, erhältst du viele nützliche Informationen. Zum Beispiel darüber, wie stark dein Gegner sein könnte, wer zu seiner Crew gehört oder was für Waffentypen er verwendet. Als fähiger Netrunner erhältst du eine Liste von Quick Hacks, die du gegen deine Gegner einsetzen kannst. Zeit für den Scanner. Victor Vector. Du brauchst vielleicht eine Gewöhnungsphase, aber beim ersten Mal tut's halt weh. Esther Der Scanner sollte sich irgendwann mit deinen Gedanken synchronisieren und deine Absichten auslesen. Ah, dann habe ich noch einen NCPD-Datenscanner eingebaut. Cool. Damit du, wenn du auf irgendwelche Schurken triffst, weißt, was sie getan haben. Das sind wir gleich mit der Polizei verbunden, ne? Fahndungsdatenbank. Du hast nun Zugriff auf eine Datenbank mit Personen, ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Du kannst die Gefahndeten mit deinem Scanner identifizieren. Da sie alle tot oder lebendig gesucht werden, ist es dir überlassen, mit welchen Methoden du dir das Geld sichern willst. Tot. Das sollte wunderbar klappen. Okay, ich hatte nur jetzt zieh deine Waffe. Du solltest deine Munition und ein brandneues Visier sehen. Okay. Ja, was ist mit dem Virus? Was ist mit dem Neurovirus? Vom letzten Job. Kannst du das checken? Längst beseitigt, als ich dein Implantat eingesetzt habe. Guter Mann. Hab alle Schaltkreise gescannt und den kleinen Bastard frittiert. Bist jetzt offiziell bugfrei. Danke, Vic. Scheiße, Victor, nicht schlecht. Ich bin sprachlos. Nimm das hier und denk an die Dosierung. 2 Züge jetzt und weitere 2 in einer Stunde.
Was ist das für ein Zeug? Ein mildes Stim. Verbessert Neuroübertragungen und unterdrückt Nebenwirkungen, bis das Implantat voll funktioniert. Mach mal doch. Danke nochmal, Malik. Du bist der Beste. Ich schulde dir was. Wir schulden ihnen richtig was. Dann los, Kleiner. Zeig ihnen, was du kannst. Mach ich. Und wenn du ganz oben bist, vergiss nicht, woher du kommst. Auf keinen Fall. Dich vergesse ich nicht. Denk an deine Deckung, du Volltrottel! Wo bleibst du? Beweg deinen Arsch. Links, verdammt! Ist die Tür. Ja, die Zeit geht hier echt im Flug, ne? Das ist... Machst dir nichts. Hey, Kleiner, bist nicht zu alt für die Knifte? Erziehung? Ido Aiki, Zivilist. Hey, die Mama hat meine Frisur. Nicht die Mama. Ah ja, andere Welt. Nee, Waffen wegstecken ist es nicht. Nee, F ist es auch nicht. Keine Ahnung. Meine Knifte ist größer als deine. Kann ich auf Katzen schießen? Nein, ich schieße nicht auf Tiere. Menschen sind okay. Roboter auch, Aliens auch. Aber nicht auf Menschen. So, sprich mit Jackie. Ich glaube, wir machen hier einen Break und geht's wieder locker über eine Stunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne nochmal ein Like und einen Kommentar. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.